Hallo und herzlich willkommen, ich bin Umstander und wir sehen uns hier wieder bei War Robots. Wie ihr bestimmt gesehen habt, habe ich hier meinen Death Button Griffin drin. Ich habe den reingenommen, weil ich halt einfach in letzter Zeit viel Lust hatte, Death Button zu spielen oder halt besonders den Death Button Griffin zu spielen. Und weil ich den Death Button Griffin noch besser finde als den Rhino. Ich habe den Rhino jetzt hier drin, weil ich den Lancelot nicht mit Taran spielen kann. Und starten wir einfach mal einen Kampf und hoffen, wir kommen auf Dead City. Auf Dead City kann ich nämlich den Death Button Griffin am besten spielen. Und yes! Das gefällt mir perfekt. Hoffentlich kann ich euch jetzt präsentieren, warum der Death Button Griffin so unglaublich gut ist und so unglaublich im Vorteil ist. Vor allem auf Dead City ist es einer der besten Roboter, die man bringen kann. Meiner Meinung nach. Ich begebe mich auch gleich mal in eine taktisch kluge Position. Oder versuche es zumindest. Ich versuche jetzt hier auch nicht zu sterben. So schnell zumindest. Ja, da haben wir einen Artilleristen. Aber der feuert zum Glück nicht auf mich. Das kann nämlich ziemlich auf die Nerven gehen. Da hinten läuft ein Rajin. Der hat mir zu viel Leben. Wenn es so ein Nahkampf-Rajin ist mit zwei Thunders, dann halte ich mich da lieber ein bisschen fern. Oh nee, wir haben da. Oh nee, du. Da habe ich schon gar keinen Bock wieder drauf. Da läuft nämlich so ein. Da ist nämlich so ein Kack-Kack-Jin. Mit seinem Scheißschild, der einfach meinen ganzen Death-Button einfach auffrisst. Ich holze da die ganze Ladung in den rein und es juckt den einfach gar nicht. Das ist so krass. Ich holze dem halt sein Schild weg, aber das juckt diesen Fusion da nicht wirklich. Hier haben wir jetzt. Der Rajin läuft da lang. Ich spring mal. Aber er hat sich sowieso auf jemand anderen konzentriert. Auf jeden Fall diesen Sprung kann man gut machen. Vor allem seitlich. Dann treffen einen die Gegner nicht wirklich gut. Hier haben wir wenigstens ein bisschen unterstützt. Da hinten sehe ich einen. Was ist denn das? Einen Leo. Oh. Meine Waffen sind leer und der Leo ist mir hier zu nah dran. Außerdem feuert die Artillerie auf mich. Ja, die prallt ab. Man sollte diese Zeniths stärker machen, finde ich. Ja, sie sind sowieso Scheißwaffen, aber sie sind zu scheiße. Sie sind einfach zu scheiße. Ich meine, die bringen ja gar nichts. Hat ihn jetzt zwar nicht ganz umgebracht, aber hat ihm ziemlich viel Leben gezogen. Ich muss hier wieder warten, bis meine Pinatas nachgeladen sind, damit ich volle Feuerkraft wieder habe. Und wenn meine Orkans voll sind, dann bin ich eigentlich zu 100% tödlich. Ich habe erst nur Angst, ich habe nur noch die Hälfte von meinem Leben ungefähr, im Zweikampf gegen die Dimas zu verlieren. Aber nehmen wir auf jeden Fall mal hier den Posten ein. Und ah, der hat ein bisschen viel Leben. Puh, das war knapp. Wenn er jetzt hier um die Ecke kommt, dann macht sein Feuer ist die Dinger leer und dann ist er auch weg. Jetzt muss ich hier wieder schnell in Deckung, weil ich sehe da schon. Da kommt ein Leo und hier bin ich zum Glück schnell genug in die Deckung gekommen. Jetzt bin ich auch am Arsch, das sind jetzt nämlich hier zu viele. Ich kann hier noch mit einem Sprung versuchen, mich halbwegs hier in Sicherheit zu bringen. Aber wirklich gut funktioniert hat es jetzt nicht, weil da kamen auch die Effets und haben mich jetzt leider erledigt. Aber ihr seht schon, der Death Button, der geht ziemlich ab. Ich habe jetzt ziemlich viele Roboter weggeholzt damit, ohne wirklich sonderlich viel einzustecken. Und darum mag ich diesen. Ich mag den Death Button Griffin einfach. Man kann halt springen und nimmt damit halt ziemlich viele Gegner mit. Was ist denn das? Ich sehe das jetzt nicht. Aber rächen wir uns an dem Typ wieder. Der Rhino mit der Bewaffnung, mit der Plasma-Bewaffnung, ich finde ihn unglaublich gut. Der teilt unglaublich Schaden aus. Ja, ich mache hier lieber erstmal die Taran-Sphäre. Dann habe ich sie nämlich nachher voll. Ey, der Artillerist, der nervt mich. Aber man sollte echt die Artillerie stärker machen. Man sollte es verstärken.
Wir sind halt einfach zu schlecht. Wir haben halt gegen alle anderen Fernkampfwaffen keine Chance. Wenn ihr World of Tanks schaut oder kennt, dann kennt ihr ja auch die Artillerie. Ich finde, man sollte die Artillerie hier so ähnlich machen, nur nicht ganz so overpowered. Ich meine, so wie sie jetzt ist, ist sie aber zu schlecht. Das ist einfach zu schlecht. Diese Nids sind zu schlecht. Die Treffen zu schlecht, die sind zu... Ach, die gefallen mir einfach nicht. Man sollte das irgendwie verändern, finde ich. Man sollte die entweder ganz rausnehmen oder sie deutlich buffen. Weil so wie sie jetzt sind, hey, wenn der hier rauskommt, sich mit mir anlegen, hey, der ist so dumm. Ich meine, schaut euch mal sein Leben an. Und der kommt trotzdem raus und legt sich mit mir an. Das ist echt unglaublich. Ja, du kannst mir nichts machen. Mit deiner Natascha. So, jetzt warten wir auf den nächsten, der hier spawnt. Wenn sie den erledigen. Der Kampf ist sowieso gewonnen. Schauen wir mal, ob wir den Posten einnehmen können. Dann habe ich noch den Posten hier eingenommen. Der wird jetzt hier nicht lange überleben. Hoffen wir mal, dass er hier noch einen hat. Kann ich nämlich noch etwas extra Schaden machen. Ja, das ist doch schön. Das schmeckt, gell? Das schmeckt. Oh, bitte greif den nicht an. Du tust mir... Oh nein, ich sterbe gleich nicht. Mann, du hättest mich fast erledigt durch deine unglaublichen starken Molots. Du gehst, er geht auch noch so auf Konfrontation. Er kommt auch noch so extrem nah an mich ran. So, ich denke, hey, das ist doch dämlich. Er kommt so extrem nah an mich ran und versucht da irgendwie irgendwas zu machen mit Molots. Mit Molots sollte man nicht auf 100 Meter nah ran. Das ist doch dämlich. Er hätte lieber zurückspringen sollen und irgendwie abhauen sollen. Posten eingenommen habe ich jetzt nicht gut, aber die Gegner, ich meine, schaut euch mal die Gegner an, die haben jetzt nicht wirklich gut Posten eingenommen. Ich habe den meisten Schaden gemacht. Auf jeden Fall, der Kampf ist auch unglaublich schnell rum gewesen. Auf jeden Fall, ich finde den Death Button Griffin unglaublich gut. Vor allem auf der City, auf anderen Maps, die offener sind, wie zum Beispiel Springfield oder Yamantau, ist der nicht so wirklich gut. Da ist dann halt zum Beispiel der Galahad besser, weil er halt sein Schild hat und den Schutz hat. Aber den Griffin, ich finde ihn einfach geil. Und ja, ich habe mal eine Runde mit dem jetzt gespielt. Ich bin am überlegen, ob ich mir, nachdem ich meine zweite Zeus habe, noch eine zweite Orkan kaufe und dann den Death Button Griffin reinmache. Aber ich sollte mir erstmal lieber den fünften Platz kaufen. Ich meine, das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger, als hier die Top-Roboter zu haben. Und naja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, ciao.